Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich war heute shoppen und habe mir zwei Dinge gekauft. Erstens diese Gaming-Maus hier. Ich habe zudem ein Unboxing und ein Review gedreht, wird aber niemals online kommen, weil es einfach kacke ist, das Review. Und weil mein Vater irgendwie dazwischen reingekommen ist und naja, die Aufnahme war für den Arsch. So, ihr seht. Hinter mir, da, da ist eine Nerf. Besser gesagt, Nerf Fortnite. Und ich werde sie auspacken. Ich werde diese Nerf auspacken. So, jetzt geht der an den Graben. Wegschieben. So, was haben wir für Kandidaten? So, runter mit dir. So. Das ist die Nerf. Mit der Verpackung. Und allem drum und dran. So. Was für Kandidaten haben wir? Schnitzmesser oder Schweizer Taschenmesser? Nehmen wir das blöde Schnitzmesser halt. Weil da ist die Klinge richtig dick. Damit kann man nicht schneiden. Damit kann man alles aufschneiden. Die Finger. Und damit kann man die Finger abschneiden. So. Auf. Auf. Ja, was? Nein. Regie. Erst jetzt ist auf. So. Kamera wieder etwas höher. Ui. Das ist eine Nerf Fortnite. Wow. SR. Ich habe keine Ahnung. Alter. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Ich glaube, es soll ein Revolver sein. Ja, Griff ist offen. Das Ding will mich doch trollen. So! Zielrohr. Zielfernrohr. Irgendwie. Ich weiß, es wird immer gesagt, von sich weg. Wer hält sich schon an Regeln? Ah, da dann liegt's. Falsche Seite. Ah, ich hab wirklich. Ah, dieser Blaster, den Blaster auszupacken, es ist echt hartnäckig. Nee, nicht, es ist hartnäckig, den auszupacken? Nein, der Blaster ist hartnäckig. Was? Ach komm. Ich war schon so richtig happy, dass ich den aufbekommen habe und da kommt so eine Ja! Alter, ist der groß! Bäh. Keine Ahnung. Der Griff ist verdammt klein. Das sollte, glaube ich, ein Revolver sein, aber in Fortnite ist der, glaube ich, nicht so groß. Wo ist meine Mund? Also, da. Baby. Hä? Ich habe so viele Nerfs. Aber irgendwie. Boah. Ja. Ah. Ja. Endlich! Das bringt einem rein gar nichts. Naja. Also der Griff ist das. Vielleicht für größere. Also meine Hand passt da locker auf. Zielfernrohr. Was will man schon davon halten? Einfach so ein Kreuz. So ein Kreuz und sonst nichts. Dann noch, ja, ganz schlau in den... Oh, was? Wer wohnt denn da? So. Das ist so ziemlich wie die... Wie heißt's? Die Zombie Strike Double Strike. Die konnte man auch so hinten laden. Und ich dachte so, ja, vielleicht etwas in der Größe. Entschuldigung, das ist fast wie meine Modulus. Okay.
Übertreib mal wieder. Aber es ist echt groß. Hätte man vielleicht, weil ich weiß nicht, ein Revolver ist auch eine Handpistole halt. Nicht um die Hände abzuschießen, sondern halt, ihr wisst schon. Als Zweitwaffe. Aber hier einfach der Revolver ist manchmal größer als die Hauptwaffe. Da stecken wir die Dinger mal rein. 4 Schuss hat's, also, ja. 4 Stück kann man reinstecken. Das schießt, glaube ich, immer nur eine Patrone. Laden und... Der ist ja schwach. Ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkommt oder ist der echt... Hey, das zieht dann nur magisch. Irgendwie ist es nicht das typische Nerf. Aber man trifft mit dem. Zumindestens. Naja. Es ist aber auch kein echtes. So, dass man sich denkt, oh ja, man kann, das wird durch eine Linse oder so rangezoomt. Und ich kann sehen, was der Gegner so macht. Hohoho. Nein, das geht hier nicht. Und, was kann man dazu noch sagen? Also ja, der Blast ist zu groß, finde ich. Hätte man ein bisschen kleiner machen können, weil zum Beispiel, man sieht, ne? Ja. Ich habe keinen Bock, meine Kamera abzuschießen. So, ihr seht. Hier. Diese Stelle. Und hier. Da. Da ist unnötiges Plastik, meiner Meinung nach. Hätte man weglassen können. Wäre der Blaster vielleicht nicht so groß. Griff kann man auch kleiner machen. Weil zum Beispiel... Sogar die bei den ganz, ganz alten N-Strikes, da waren die Griffe auch ziemlich groß. Aber hier konnte man Munition lagern. Ist hier nicht so. Und ja, ich meine, vielleicht ist es ja was für ganz große Fortnite-Fans. Einfach in Überhaupt, das soll eigentlich, glaube ich, einen Revolver darstellen, weil... Wie heißt der Blaster? Was steht da auf dem Karton? SR, also Silence Revolver oder Sniper Revolver. Da weiß man sogar, warum das. Yes, Zielfernrohr, da war es. So. Also, naja. Es ist halt kein typischer Revolver, weil der beste Revolver ist die Disruptor. Ja, die Disruptor. Oder wenn es einem nicht genug Revolver ist, dann halt die Hammershot. Die Hammershot ist so richtig ein Revolver. Man ladet es hier hinten so. Und man hat hier so richtig eine Trommel. Ja. Dafür haben halt Revolver, also mit der Trommel halt, das Problem, es kann einfach feststecken bleiben. Da hat man eine Ladehemmung und die muss man erstmal sauber machen. Die muss man halt irgendwie, keine Ahnung, sich verstecken im Gebüsch. Nehmen wir mal das Fortnite-Beispiel dazu. Man muss sich im Gebüsch verstecken und dann halt die Ladehemmung beheben. Hier, also wenn hier irgendwer eine Ladehemmung hat, dann wundere ich mich echt. Weil wie kann man hier eine Ladehemmung erzeugen? Geht ja gar nicht, oder? Ja, vielleicht wenn der Dart irgendwie so... Nein, nicht möglich. Hat ja auch ein Plus davon. Dann, was gibt's noch? Was wollte ich noch sagen? Also ja, ist mir zu groß und jetzt im Nerf. Weil ihr wisst ja, in Nerf Battles, verwende ich eine Nerf Fortnite und zwar die Silence Pistol. Weil die ist halt ziemlich praktisch und das hat einen Schuss mehr. Ist etwas größer. Und ja, bei der Silence Pistol, die ist halt klein und handlich. Das kann ich nicht klein und handlich nennen. Das ist, ja, so ungefähr, so lang wie mein Unterarm. Ja, ungefähr. Und ich zähle den Griff nicht mit. Also ja, es sind acht solcher Fortnite... Patronen mitgeliefert. Und
Zielfernrohr mitgeliefert. Das Zielfernrohr ist auch von billigem Plastik. Das sind die überhaupt nicht hochwertig verarbeitet. So wie man es von Nerf kennt und erwartet. Ja. Naja. Im Großen und Ganzen ein Blaster, ein weiterer Blaster, den man mit so einer, ja, man kann ihn mit dem Daumen laden. Habt ihr das gesehen? Ja. Der Daumen wird schwächer. Ja, ja, hier. Der Beweis. Man kann es mit einem Daumen runter machen. Das ist auch praktisch. Man kann zwei halten. Einmal einfach so runterdrücken und Schuss. Man kann hier. Es gibt hier. Also wirklich, nerv. Man hat hier nur eine Tactical Rail. Da dann. Für Zielfernrohr. Man hätte auch hier eine machen können. Zum Beispiel für eine Munitionsschiene. Oder. Da vielleicht. Habe ich gerade gesagt. Oder da vielleicht eine. Also man hätte noch etwas mehr Tactical Rails machen, weil. Umso mehr Tactical Rails, umso besser. Die Silence Pistol, die hat 0 Tactical Rails. Aber da kann man vorne was ranbauen. Was nicht wirklich was bringt, kann man hier nicht, denn es ist halt so ein Viererlauf. Ich glaube, der Viererlauf ist bis jetzt einzigartig nur in diesem Blast. Ich denke gerade. Das ist einfach eine Fortnite-Version von. Das war so ein Doom Lance Blaster. Keine Ahnung, glaube ich. Oder? Ja! Ja, stimmt, der Persuader. Der Persuader. Der war genauso wie da, halt etwas handlicher. Weil er hat halt auch so einen Führerlauf. Führerlauf, ja. Und man konnte ihn hier hinten auch so laden. Und auch wie gibt es noch was Interessantes? Also er ist halt ein Fortnite Blaster. Irgendwie dieser Blaster ist voll. Schau mal. Da, dieser Rand. Da gibt es so kleine. Hier. So ein Plastikteilchen. Ich weiß nicht, ob man sieht. So ein Plastikteilchen, das einem echt die Hand aufschlitzt. Ja, okay, nicht unbedingt. Ein sehr musikalischer Blaster. Einfach an den Dingern da. Im Lauf. Da. Mit den Stöckchen. Ja. Mittelmäßig. Also irgendwie 7 von 10. Ja, 7 von 10. Korrekter Blaster von mir. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.